Ein Wärmepumpentrockner und ein Kondenstrockner erledigen im Prinzip dieselbe Aufgabe, sie trocknen deine Wäsche. Aber auf zwei verschiedene Art und Weisen. Was die Unterschiede zwischen den beiden Modellen sind und was die Vor- und Nachteile sind, das erkläre ich dir jetzt. Einer der wichtigsten Unterschiede ist der Energieverbrauch. Bei einem Kondenstrockner sorgt ein immer heißer werdendes Heizelement dafür, dass die Luft eine hohe Temperatur erreicht. Das kostet viel Energie. Ein Wärmepumpentrockner erzeugt heiße Luft mit einer Wärmepumpe. Das kostet viel weniger Energie. Darum ist ein Wärmepumpentrockner energieeffizienter als ein Kondenstrockner. So sparst du Geld und es ist besser für die Umwelt. Es gibt auch Unterschiede bei der Trockentemperatur. Ein Kondenstrockner trocknet bei einer höheren Temperatur, was weniger gut für deine Kleidung ist, da sie schneller einläuft oder abnutzt. Ein Wärmepumpentrockner trocknet bei einer niedrigeren Temperatur, was besser für deine Kleidung ist. Ein anderer wichtiger Unterschied ist die Programmdauer. Der Wärmepumpentrockner trocknet bei einer niedrigen Temperatur, wodurch der Trockenprozess etwas länger dauert. Bei einem Kondenstrockner geht das Ganze etwas schneller wegen der hohen Temperatur. Also, ein Wärmepumpentrockner ist energiesparender und trocknet auf einer niedrigeren Temperatur, was deine Wäsche schont. Allerdings braucht der Wärmepumpentrockner dafür auch etwas länger als ein Kondenstrockner und ist in der Anschaffung teurer. Ein Kondenstrockner ist weniger energiesparend und trocknet auf einer höheren Temperatur, wodurch deine Wäsche schneller abnutzt. Allerdings trocknet er schneller als ein Wärmepumpentrockner und ist in der Anschaffung günstiger.